Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir müssen looten. Ein bisschen noch die Gegend anschauen. Ah! Rutscht der hier. Ob es da unsere Butze fackelt nicht ab bei dem ganzen Kram, den wir drinnen lassen? Ich glaube, haben wir hier alles durch? Ich glaube ja. Hier waren wir. Komm. Durch. Machen wir hier. Machen wir aus. Was ist gar nicht mehr? Oh ja, hier. Reinpacken. Nachfüllen. Sprit ist Mangelware und ja. Oh ja, das sind ein paar Fitzelchen da. Kriegt man die Zeit auch rum. Oh, eine Batterie. Und Stiefel. Cool, nehmen wir Stiefel. Da. Die laufen die ganze Zeit barfuß rum. Jetzt haben wir Stiefel. Yes. Ah ja, da war das Ende. Das Ende. Guck mal, so ein kleiner Schluck. Aber ich glaube, da müssen wir auch haushalten, weil, irgendwann haben wir ja alle Autos durchsucht und dann gibt's halt nicht mehr, ne? Ah, ich glaube, den hatte ich schon durchsucht. Doppelt hält besser. Doppelt hält besser. Laufen. Mülleimer gehen ja auch nicht auf. Das hatten wir ja schon mal kontrolliert. Was liegt da? Empty Bottle. Bottle. Ja, leere Flaschen können wir auch gebrauchen. Ich weiß noch nicht wofür. Holz. Ja, ich brauche alles. Gib alles. Scrap Metal. Scrap Metal ist richtig wichtig. Ja, wir hatten uns das hier mal, glaube ich, angeguckt. Aber irgendwie nicht so richtig. War man damals schon voll, weil so viel noch da gelassen. Autobatterie sogar bei 100%. Nice. War es auch eine Empty Bottle? Ah, hier Flaschen über Flaschen. Opanglas wäre geil. Aber nein, gibt's nicht. Kommen wir hier rein? Nein. Könnte ja auch was Interessantes drin sein, ne? Auch verschlossen. Ding. Uff. Hier ist ein Köfferchen. Da ist ja was Gutes drin. Ein Verband. Nicht da drauf packen. Wunderbar. Joa. Oh, sonst ist der Laden ausgeräumt. Ohne versteckter Reifen. Ich meine, wir haben ja schon ein paar rumfliegen. Pfeil. Nehme ich auch mit. Noch ein Reifen. Das ist eine Flasche. Ich weiß auch nicht, ob der Loot nochmal auftaucht oder. Ja, es ist einfach nur rar ist. Also am Anfang vielleicht gibt es das häufig, aber dass das vielleicht gar nicht nachspawnt. Könnte ja sein. In echten Leben würde es ja auch nicht nachspawnen, ne? Außer irgendwer packt da seine leere Flasche wieder hin. Ah, da es ja hier kaum Menschen gibt. Bis auf diese komischen bewaffneten Gegner. Überlebende haben wir noch nicht gefunden. Steht ein einzelnes Auto. Das, wie konnte ich das übersehen? Oh, aber die Batterie ist fast leer. Die lasse ich auch leer. Zündkerzen nehmen wir nochmal mit, weil ich glaube, wir hatten damals auch nicht die geilsten Zündkerzen in den Wagen eingebaut.
es denn in dem Spiel auch Wölfe gibt oder sowas? Ich habe nämlich bisher immer nur... Genau diese Wichser. Die haben es schon wieder geschafft. Ey, dass ihr Drecksviecher mich erschrecken könnt. Hinterherlaufen geht ja nicht. Hab ja keine Chance. Oh, Essen. Also Essen ist langsam kein Problem mehr. Komm, die Batterie bauen wir auch nochmal aus. Hier über 3 Liter Sprit mitnehmen. Alter, waren wir heute Morgen schon hier richtig fleißig. Alter. Könnte ich eigentlich auch erschießen, aber... Wir haben nur 11 Schuss. Kleines Vieh, du kleines. Du kleines Gefieder. Bleib doch mal hängen, du kleines Gefieder. Ah, bist zu schnell. Es verhöhnt mich. Drecksvieh. Warte, wenn ich einen Bogen habe, ey. Und wie, ich kann die Pfeile vom Bogen nicht aufheben, ey. Dann drehe ich aber am Rad. Das befürchte ich nämlich noch, dass das nämlich in diesem Spiel nicht geht, aber... Naja. F, dann fahren wir mal weiter. 19 Liter noch. Oben ist ein Haus. Ich würde sagen, parken wir einfach hier mal am Rand. Uns den Wagen an, den hinter uns, den Wagen. Ist leer. Drin. Gut. Bisschen Sprit. Haben schon fast wieder hier 6 Liter. 6 Liter auf Reserve. Leere Flasche. Und da ohne Cola. Scrap Metal. Oder das heißt da hier Metal Scraps. Ich glaube Scrap Metal war, glaube ich, 7 Days to Die. Oder keine Ahnung, woher ich das habe. Der Wagen ist schon nicht ohne. Das mal essen. Das ist gut. Da kriegen wir Essen und Trinken. Das ist praktisch. Aber sind wir schon wieder ein bisschen erschöpft. Das Essen hat uns erschöpft. Ach, Mann. Wir gehen mal ins Auto. So. Ach, scheiß, keinen Kaffee gemacht. Eigentlich wäre jetzt genau die Zeit, um mal aufzustehen und Kaffee zu holen. Da rollen Autoreifen oder so. Was rollt denn da lang? Radkappen? Teller? Was soll das sein? Ich glaube, die kommen ja nicht rein, ne? Ich würde am liebsten aussteigen, dass wir angucken. Hinten ist eine. Die Richtung und da. Kann ich zoomen? Ne, kann ich nicht. Rückspiegel ist auch nicht drin. Also schon, aber man kann nicht durchgucken. Ja. Ah, jetzt kommt der Sound. Jetzt spawnen bestimmt halt diese komischen Zombies. Naja. Dann kann man ja mal gucken. Ja. Wenn ich jetzt hier irgendwelche News durchgebe, brauche ich eigentlich gar nicht. Die Folge kommt ja erst ein paar Tage später.
gibt's denn bei der GameStar? Gehen wir mal auf die Release-Liste. Ah, da hinten ist schon einer. Da links ist einer. Das hinten ist keiner, das ist einfach. Autos werden wohl. Ah, oh, GameStar, was habt ihr für eine Kackseite? Passt die mal fürs Smartphone an. Spiele, Release-Liste. Gehen noch alle krumm. Also ich würde es auch toll finden, wenn die Zombies auch nochmal ein bisschen unterschiedlicher aussehen. Aber ich weiß nicht, wie groß die Mannschaft ist, also die Firma, die das hier halt stellt, das Spiel. Weil wenn es ja nur 2-3 Mann sind, oder eine 5-Mann-Butze, glaube ich, wird das nicht angepasst werden, aber naja. So, haben wir jetzt hier mal Release-Liste, hallo. Ja, Spiele, Datum, erst mit demnächst. September, ja, September. September. Und September ist ja eigentlich egal. Okay, da kommt wohl nichts mehr. Gehen wir mal. Oktober. Weiß auch nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, was ich so als nächstes spielen werde, was dann rauskommt. Hulk Tactics. Aber ich finde, ich mag ja Warhammer, ne? Das ist halt so ein 40k, so ein, ja, eine sehr, so, ja, wie soll man das sagen? Totaler Krieg im Weltall. Alle Rassen, die es gibt, kloppen sich. Und Space Hulk, es ist halt, glaube ich, ein riesiges Raumschiff gewesen, auf den die Menschen, Space Marines, eintreffen. Und alle Menschen, die immer drauf waren, sind tot und nur noch Tyranniden, sowas Art ähnliches wie Aliens aus dem Film Alien, so quasi so ähnlich, bloß ohne die Säure. Und ja, die kämpfen halt auf den Space Hulk gegen diese Viecher. War halt früher ein Tabletop oder so ein Brettspiel, aber ich diese Warhammer Lizenzen, also von Games Workshop, also heißt die Firma, die schmeißt das raus für jedes Spiel und die meisten Spiele sind leider scheiße. Mega Man 11. Party Hard 2. Darauf freue ich mich. 31.10. Ist ein Indie-Spiel. Hier steht Echtzeit-Taktik. Du bist irgendein gestörter Typ. So wie der da. Bist auf einer Party und musst irgendwie alle umbringen. Na, darfst aber keinen Alarm machen, darfst nicht gesehen werden. Und es gibt da echt kreative Sachen, wie du da ja, Leute töten kannst. Das Ganze ist aber so ein Pixelbrei, es geht da nicht um Brutalität. Ja, es ist einfach ein Spiel, was Spaß macht. Habe ich den ersten Teil, ich weiß gar nicht, ob ich den durchgespielt habe, hat aber Spaß gemacht. So, das ist, ja, so ist es. Live, ich bin mal kurz der Post, ne? Bis gleich. Sorry, sorry, sorry. War doch nicht die Post, war die Frau. So. Immer noch Nebel. Gibt's denn noch Kursk Adventure? Kann man nichts unter vorstellen. Call of Cthulhu. Action. Was soll da sein? Oh, Entschuldigung. Cthulhu. Er lädt nicht. Er lädt nicht. Lad doch mal die Seite. Keine Information. Rockwar, das Studio hinter MacWarner, Dark Pulse und Sherlock Holmes.
arbeitet an einer Next-Gen-Neuauflage von Call of Cthulhu. Das Spiel basiert auf den von Lovecraft geschaffenen Cthulhu-Mythen. Oh, es gibt noch mehr. Ein Survival-Horror-Action-Spiel. Hm. So viel dazu. So, gar nicht mitgekriegt, der Nebel ist ja vorbei. Dann können wir aussteigen und uns das Haus angucken. Also ich glaube, hier waren wir definitiv noch nicht. Und da haben wir schon wieder einen Autoreifen. Und hat sich da gerade was bewegt? Autoreifen lassen wir mal liegen. Ja. Eins, zwei. Ich will die jetzt nicht wecken. Da gehen wir auch nochmal gleich hoch. Also vom Krach her würde ich sagen, sind mehr als was. Das ist ein cooles hier. Also von hinten geht's nicht rein. Vielleicht kriegt man das auch mit der Crowbar auf, ne? Der eine ist da gebeugt. Pennt. Macht sonst irgendwas. Lümmelt da rum. Der eine marschiert und bewacht. Hoch kommen wir nicht. Kann ich auch. Ah, wir können zur Seite gucken. Mensch, nice. Wo ist er denn? Na, wo bleibst du? Kommst du heute noch? Was? Wer neben geschlagen? Ja, gar nicht. Ach. Okay. Immer noch einer. Alter, der hat mich gehauen. Hau mich nicht. Ich will mal gucken, ob wir verwundet sind oder so. Nee, aber mein Helm. Mein schöner Helm ist fast kaputt. 4% nur noch. Danke, Schatz. So. Zucker. Schrotmunition. Salz. Das sind schon mal nette Zombies, die Waffen... Oh, Munition, oh. Gute Zombies, gute Zombies. Nette Zombies. Ach, scheiße. Haben wir nicht. Habe ich die Kurve nicht gemacht? Scheiße. Scheiße. Habe ich nicht. Hab ich einfach nicht. Komme ich da... Oh, ich komme da hochgeklettert. Soll das so? Naja, eine Richtung ist noch ein bisschen spärlich, ne? Also, aber ja, ist ja Early Access und... Ich glaube, man sollte hier gar nicht hoch. Sollte nur so aussehen, ne? Na, von da kann man ja das sehen. Na gut. Ist ja egal. Hier oben gibt es nichts zu sehen. Die Schubladen. Oh doch, die Schubladen gehen auf. Guck mal an. So, warum geht die eine nicht auf? Da. Wieder Schrotmunition. Und da noch mehr Schrotmunition. Ich finde, das hat sich hier schon allein wegen der Schrotmunition gelohnt. Ah, Flaschen. Komponenten und
Noch mehr Salz. Ja. Der Kühlschrank. Ja, auch nice. Mal mit. Boah. Hat sich gelohnt. Und da lohnt sich. Hat sich echt gelohnt hier. Ach, hätten wir hier reinkommen können. Nee, schade. Hm. Also wir müssen uns echt mal, wenn wir unterwegs sind, eine Crowbar besorgen. Ich weiß, was es hier noch Tolles gegeben hätte. Aber hat sich gelohnt. Hoch wollten wir nochmal. Oben eine SWAT-Maske bitte. Ein Helmchen meine ich. Und eine Tasche. Und Munition. Jetzt fehlt mir langsam nur die Waffe dafür. Oh! Ich sage es und es kommt. Ist das nicht geil? Schutzweste. Cool. Ich hätte aber gerne langsam auch mal einen Pullover oder eine Hose. Weil der Lörres wird kalt, ne? Wir sind hier die ganze Zeit, haben ja keine Klamotten an. Also unser Lörres hängt da rum und friert sich einen ab. Habe ich gar nicht rumgeguckt, aber ist egal. Ich glaube, da oben war was. Aber wir sind gerade quasi voll, ne? Wir sind quasi voll. Dann fahren wir mit dem Auto hoch. Ihr müsst doch mal an mich denken. Ich bin alt. Ich bin alt, ich kann da nicht hochlaufen. Echt gut Sachen gefunden. Scrap-Mat auch. Schön. Was wir nicht alles hier gefunden haben. Und so. Ey, wo ist das Salz? Ey, gib mir das Salz. Ich will mein Salz haben. Geht doch. Ich hab neben gezogen oder so. Gut. So viel haben wir auch nicht mehr an Platz. Also können wir das vielleicht stacken? Ach. Oh, wir fahren ein bisschen zu schnell rückwärts. Wie verguckt? Ne, hier ist ein Zaun. Wow! Wow! Wow, 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 wow! Fickt euch ins Knie, ihr kleinen Wichser! Was ballert ihr denn da rum? Boah, fick dich, Alter! Fick die Henne! Ist der Autos kaputt oder was? Alter! Rotzen die da rum? Schnell weg! Schnell weg! Aber durch die Bäume fahren ist nicht leicht. Kommen wir da hoch? Nee, scheiße. Kleine, verdreckige Drecksau. Okay, warte. Jetzt habe ich aber dermaßen die Schnauze voll. Warte ab, warte ab. Wir machen mal Folgendes. Aus. Aus. Knarre. Gucken. Verwundet? Nein. Aber ich glaube, die Weste ist kaputt. Unser Helm ist zerbrochen. Also wir müssen was abgekriegt haben, aber das hat wohl... Ah ne, da. Aber wir heilen uns noch. Hätte du kleiner, dreckiger Wichser. Erstmal was, können wir uns irgendwie verbinden? Irgendwie nicht, okay. Gut. Ich trinke da nochmal was. Und noch eine Coke hier. Mal rein. So, jetzt wird gespeichert.
Machen wir mal die feige Taktik. Ist normalerweise kein Survival, wenn man speichert, finde ich. So, jetzt geht's da hoch. Ich wurde schon mal beschossen, das war, glaube ich, als ich, ja, als ich so eine Testrunde gemacht habe. Ich habe zwei Testrunden gemacht, genau. Ich weiß gar nicht mehr, welcher der Bär mich da getiert hat. Nee, das andere Mal war es abgestürzt. Muss davor gewesen sein. Aber das war nur ein Maschinengewehr, was auf uns geschossen hat, finde ich. So glaube ich zumindest. Hat geklappt. Okay. Warum kriege ich denn eine Waffe nicht? Warum kriege ich denn die Klamotten nicht? Warum kann ich den nicht looten? Der hat eine Hose. Meine Eier hängen aus der Hose. Der hat ein Punisher-T-Shirt. Der hat ein Punisher-T-Shirt. Hey, das ist mein Lieblingssymbol. Ey, ihr scheiß Programmierer. Ich will dieses Punisher-T-Shirt haben, wenn ihr das schon im Spiel habt. Also, ich glaube, ein Schwein pfeift. Oh. Maschinengewehr, Maschinengewehr, Maschinengewehr. Zack. Nee, nicht schlafen. Entschuldigung. Ich will nicht schlafen. Nein. Hör auf zu schlafen. Muss die 6 sein, ne? Null Schuss. M16 ist das, glaube ich. So. 4 Schuss haben wir noch. Ich hoffe, das waren alle Banditen hier. Der läuft da rum mit einer Möhre. Elite-Killer läuft rum mit einer Möhre. Es gab doch mal diesen Actionfilm. Ich komme nicht auf den Namen. Da hat doch einer auch immer Möhren gefressen. Und auch Leute mit Möhren umgebracht. Eigentlich ganz unterhaltsam. Shoot 'em up. Ich danke dir, Mathilde. Unterhaltsamer Film. Ja, wir haben echt alle gekillt. Also es war irgendwie doch recht einfach. Ich hätte jetzt eigentlich mit gerechnet, dass wir sterben. Schrotflinte! Ja! Warum bin ich voll? Alter, wir haben eine Schrotflinte. Wo ist mein Wagen? Ich habe keinen Bock auf Überlebende. Wird mir nur chaotisch, glaube ich. Da haben die auch Durst und Hunger und wollen auch noch irgendwie, keine Ahnung, labern oder so. Auf Wasser, hier ist ja alles, ey. Oh, eine Schrotflinte. Eine Schrotflinte. Bretter, ich bin voll, ich bin voll. Aber, dass die hier nichts dabei haben, so wenig, und dass ich Möhren nicht stacken kann, ist ja auch ein bisschen armselig. Müssen wir dann nochmal hoch. Ey, ich schmeiß auch die Möhre weg, ey. Und frisst die Möhre. Ich krieg normalerweise keinen Durst, wenn ich eine Möhre esse, aber ist egal. Da, 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 da. War das hier mein Wagen? Ist denn der Status überhaupt vom Fahrzeug? Der ist auch voll. Wir haben so viel Dosenfutter. Aber wir haben Schrotmunition, das können wir stacken. Und wir können das mal nehmen und das einfach da mal reinpacken. Dann könnten wir quasi die Waffe nachladen. 7 Schuss, ist das nicht der Hammer? 7 Schuss, jetzt können wir Rambo spielen. Jetzt können wir rumballern. Alles niedermähen. Das können wir vielleicht noch stacken.
Geht das vielleicht? Oh, das geht auch. Kriegen Platz, wir kriegen Platz. Und Dosen nicht aufeinander stacken kann. Entwickler, guckt euch ein bisschen Seven Days an. Kann man auch so einiges an Gegenständen aufeinander legen. Gut, ab in den Wagen. Da fahren wir nochmal hoch. Start. So, ich weiß gar nicht mehr, wo ich da hinkomme. Da an der Seite war der Weg. Ich weiß nicht, ob wir die Überlebenden da befreien sollen, ob wir die da liegen lassen sollen. Weil ich weiß, okay, sie kann uns vielleicht helfen, indem sie irgendwelche Sachen herstellt. Aber die Person muss ja auch was essen. Wir haben ja gerade alles so weit gemacht, Handbremse, dass wir gerade quasi am Überleben sind. Oder wir gerade überleben. Und dann soll ich noch eine Person befreien und auch noch durchfüttern? Wo sind wir denn hier? Wie sieht es denn hier aus? Zündkerzen fast im Arsch. Reifen. Ich hoffe, wir können Autoteile später bauen. Befreie dich nicht. Die Schrotflinte haben es viel wichtiger. Wo ist die Schrotflinte? Die war doch hier. Ey, mach mir jetzt keine Bange, du. Der Müll bleibt liegen. Wo ist die Schrotflinte? Ich habe die nicht mitgenommen. Ey, ist die jetzt irgendwie verschwunden oder was? Der Bär blieb liegen, weißt du? Aber die Schrotflinte verschwindet. Wo ist meine Schrotflinte? Nicht hoch. Kann man auch Fisch ranhängen? Ist ja cool. Ich will meine Schrotflinte. Nicht irgendwo hingelegt. Ist die hier unter, runtergefallen? Wie im Boden geglitscht? Nur das scheiß Holzbrett. Oh, Mann. Ey, mit der Schrotflinte hätte man so schön vielleicht Schaden machen können. Munition. Ah, komm. Schmeiß das Holz raus. Hier, die Möhre essen wir auch nochmal. Kriegen wir zwar ein bisschen Durst. Wasserflaschen können wir nicht stacken. Schrotmunition. Krieg ich nicht? Warum das denn nicht? Zehn Schuss auch. Da ist die Schrotflinte. Ich bin doof. Die lag einfach auf der falschen Seite. Hier, warte mal. Messerchen dahin. Jetzt mal raus. Schrot geht vor Schuhe. So. Da-da-da-da. Oh, hier Pump Action sogar. Zack, zack. Wie geht rein? 6. 8. Ne, 7. Geil. Zu Hause haben wir auch nochmal. Da können wir richtig einmal nachladen. Also, geil. Da ist ein Rucksack drin. Geh aus dem Weg. Ich will dich nicht befreien. Geh mir aus dem Weg. Ich will den Rucksack. Alter. Ich weiß nicht, ob es vom Vorteil ist, so einen Mensch zu haben. Ein Kamerad, Rachel.
Was passiert, wenn ich Rachel in den Kopf schieße? Wir haben Schuss verschwendet. Scheiße. Rachel lebt. Wehe, du frisst mir die Haare vom Kopf, Mädel. So, has been rescued. Will you take her to camp and join your crew? Die ist eine Krankenschwester. Sniper, Close Combat Training. Waffentraining. Komm, ja, komm. F. Größeres Inventar. Ja, badabadu. Können wir das noch mitnehmen? Ja, und das Brennholz. Ja, Banditen. Ihr seid da einfach zu killen. Also das können sie ruhig nur mal schwerer machen. Banditen können die echt mal schwerer machen. Wagen an. Ja. Wagen ist proppenvoll. Unsere Felgen fliegen wieder weg. Und ja. Ab nach Hause. Ich weiß gar nicht, ob da Rachel jetzt noch stand. Fällt mir gerade ein. Sie wollte, glaube ich, zum Camp. Den fahren wir jetzt richtig. Ja, von da sind wir gekommen. Haben wir uns schon mit Banditen angelegt. Eigentlich könnten wir jetzt auch das andere Banditenlager bei uns in der Ecke platt machen. Ich glaube, es war hier die Straße weiter runter, rechts. Gab es dann Haus, da waren auch Banditen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo unser Haus war. War das hier die Straße rein? Auch das muss es gewesen sein. Immer noch 19 Liter. Holzstapel ist auch noch da. Unsere Tür ist offen. Oh ne, warte mal. Einsteigen. Hallo Rachel. Wohnst du in einem Zelt oder was? Kannst du mal die Tür hinter dir zumachen? Kann ich mit dir interagieren? Ich kann dir irgendwas geben. Was kann ich dir denn geben? Yes. Ich kann mit ihr reden. Das möchte ich aber nicht. Okay, jetzt hätte ich sie doch gerettet. So, wir können ihr eine Waffe geben. Ja klar, ich habe ja auch gerade so viel gefunden. Wir können ihr Kleidung geben. Sie hat nichts. Sie ist quasi auch nackt. Und ja. Und sie hat auch einen Balken für Hunger und Durst. Fantastisch. Fantastisch. Erzähl mal was. Nee. Also ich kann mit ihr nichts unterhalten. Okay, dann halt nicht. Okay, dann keine Unterhaltung. Bam, 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 bam. Haben wir hier noch irgendwo einen anderen Schrank? Nicht. Nein, haben wir nicht. Der Waffenschrank wird jetzt hier aus allen Nähten platzen. Also ich packe die nochmal raus. Die brauchen wir auch gerade nicht. Jetzt beiseite. Achso, ich trage die gerade. Entschuldigung. Ich wollte die Waffe jetzt nur einfach auf den Zweier-Slot legen. Und mein Messerchen wieder. Gut. Und die Munition nehmen wir mit. Will ich am Mann haben. So, was zum Trinken haben wir auch gefunden.
weiß noch gar nicht, wie wir die leeren Flaschen auffüllen können. Und das Essen wird schlecht, das ist scheiße. Hab mich ja mit gerechnet, aber dass es so schnell geht. Ich habe langsam so viel Krempel. Im Auto ist ja auch noch voll, ne? Schuhe, ich könnte jetzt schon wieder so Kleidungskiste machen. Komm, hier ist Platz im Schrank. Da packen wir mal die Schuhe rein. Also mit den ganzen Autoteilen könnten wir schon fast ein zweites Auto reparieren, glaube ich. Aber ihr seht ja, die Teile verschleißen genauso und... Oh, wir können... Was ist los? Scheiße! Was ist los? Fuck you! Fuck you! Was ist los? Wir wurden angegriffen! Nein! Nein! Seit wann werden wir angegriffen? Okay, wir machen Folgendes. Ich lade das Spiel nochmal und Alter. Warte mal, ich bin jetzt einfach zurückgegangen. Jetzt haben wir das alles verloren. Ist aber auch scheiße. Und jetzt ist er einfach umgekippt. Der Kram liegt hier. Ich hatte 14 Schuss. Das ist eine doofe Mechanik. Hä? Ich hab doch gerade was verloren. Mein Brustpanzer, das haben sie weggeschossen. Und die läuft hier einfach rum, als wäre nichts gewesen. Dir geht's gut? Hey. Ja, hey am Arsch. Komm einfach hier rum und schieß mir in den Rücken. Ja, meine Axt ist kaputt. Messer fast auch. Das. Die Säge auch. Das hat auch was abgekriegt. Ja gut, dann haben wir halt keine Weste mehr. T-Shirt ist fast kaputt. Na gut, dann lade ich nicht mehr. Also müssen wir echt aufpassen jetzt, wenn wir hier den Wagen ausladen. Alter Schwede, kommen einfach von hinten irgendwelche verfickten Banditen und schießen dir in den Rücken. Aber ich gehe rein. Was Rachel macht, ist mir Wumpe. Jetzt platzt das Essen hier aus den Nähten. Ja, ich werde jetzt hier trotzdem erstmal einen Break machen und ja. Ey, müssen wir jetzt echt die Mauern bauen oder was? Oh nee, ne? Krieg ich das nicht raus? Ich hab das schon mal mit dem Messer gehabt. Das Messer ging auch kaputt. Und ich krieg das hier nicht mehr rausgezogen, oder wie? Nö, geht nicht mehr. Den Gegenstand kann ich rausziehen, den auch. Die kaputte Axt aber nicht. Och man. Na gut, haben wir echt dann einen auf die Nase gekriegt und warum auch diese... Mach doch mal die Tür zu. Warum auch die... Na gut, die Leichen sind verschwunden, aber warum die einfach hinfallen und quasi sofort tot sind, wenn ich wiederkomme, darf ich nicht. Na gut.
Wir machen Schluss für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo hinterlassen. Also ihr könnt sowieso ein Abo hinterlassen, würde mich sowieso freuen. Liken, kommentieren, würde mich alles, alles freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal mit der Pump Action Artisoft 2. Pump Action.